Claudia Schiffer zeigt sich wie immer top gestylt auf der Premiere des neuen Elton John Films Rocketman. Das hübsche Model wird mit nur 17 Jahren entdeckt und entwickelt sich schnell zu einem der begehrtesten Models. Sie gilt sogar als Ikone des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld. 2002 heiratet sie den Produzenten Matthew Vaughn und bekommt mit ihm 3 Kinder. Auch nach 17 gemeinsamen Ehejahren können die beiden nicht genug voneinander bekommen. Das zeigt sich sehr deutlich auf der Premiere in New York. Claudia und Matthew sind maßgeblich am Erfolg von Rocketman beteiligt. Kein Wunder also, dass sie sich dort so gut gelaunt zusammen zeigen. Matthew beweist einmal mehr, dass sein rockiger Look mit Lederjacke passé ist. Stattdessen zeigt er sich lässig elegant. Doch Augen haben wir eigentlich nur für Claudia. Das hübsche Model verzaubert in einer bodenlangen, türkisfarbenen Robe. Die silberne Klatsch und die korallfarbenen Fingernägel passen perfekt zu dem Outfit und die lange Schleppe gleicht einer Meerjungfrauenflosse. Der Look lässt die Blondine wie eine Meeresgöttin wirken. Claudia Schiffer sieht einfach umwerfend aus und das weiß auch Matthew, denn der will seine Frau gar nicht mehr loslassen. Es ist so schön, die beiden nach so vielen gemeinsamen Jahren immer noch so glücklich und verliebt zu sehen.